Münchner Innenstadt nur für euch, meine Bres. Jetzt tun wir überall dran, Bro. Du Scheiße, Digga. Mein Gesicht tut höllisch weh, Digga. Echt? Ja. Dein Gesicht. Das tut so höllisch weh. Halt's mal. Du hast geschafft, Bro. Du hast geschafft, Bro. Awesome, Bro. Ay, war Nitro Deutschland. Was geht ab? Euer Bresero. Heute mit der 7. Folge. Ich weiß, du wirst, Habibis. Hellraiser. Extra in München, Bruder. Wir haben heute wieder eine krasse Challenge am Start. Kommt einfach mit. Gib ihm. Balatilli 10 Milli. Haze Blunt, Moonrock, Blueberry, Jibby, also. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Jeder weiß, Zero Designs, mein Pflaster heiß, Spray, weil ich den. Auf jeden Fall, Habibis, wir sind heute in München am Start, Digga. München lebt, Bratan. Hier sind die Leute am Start, in der Stadt, Bruder Marienplatz, Habibis. Ich sag mal so, wir wollen München heute testen. Wir schauen, wer will sich heute Patte dazu verdienen. Die Scheine sind wieder am Start, Digga. Hellraiser, Bruder, diese Folge wird wild, Habibis. Muss die Dinger bis nach Hause fahren, Puls steigt. Lappen, die uns in die Augen strahlen, Freiheit. Für die Brüder, die nie draußen waren, Kickdown. Full Karacho in der Innenstadt, qualmender Sound. Mitten in der Nacht, man weiß, Münchner Leben ist teuer, hier geht's ab, Mann. Aber wir sind auf jeden Fall heute die richtigen Leute für euch. Scheine sind da, Challenge ist da, Abo ist da. Glocke aktivieren nicht vergessen. Lass dein Abo da, Habibis. Weißt, ich hab telefoniert, ich hab gesagt, ey, macht mal Allianz Arena dicht heute, weil heute kommt Zero Abi. Die so, Zero Abi, wenn du kommst, bitte mach kein Krawall, weil du weißt, Amjas in München, die sind heftig unterwegs. Ich so, okay, weil ausnahmsweise, weil ihr gerade Dings verloren habt, Mann, Lewandowski, kein Problem, für Lever den Bra, ich reiß mich hier zusammen. Wir schauen auf jeden Fall, wer heute die Challenge auseinander nimmt, Bruder. Auseinandernehmen, wie jede Challenge auch, Digga. Üff, Reichenviertel, Arme, Gosse, Crack, Koks, Digga, alles am Start hier. Das Münchner Leben brennt, Bruder. Problemviertel, Digga. Deine Lines sind dein Scheiß. Höchstens süß, so wie dein. Und ich bleib weiter schwer Verbrecher. Seid klein auf Herz. Auf jeden Fall, Leute, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, lasst ein Abo da. Wir verlosen was krass unter allen Abonnenten. Mindestens ein iPhone. 14 auf Nacken von Zero Abi. Wir haben TikTok-Welle mitgenommen. Diese Blut-Challenge, Bruder, hat alles auseinandergenommen, Digga. Heute haben wir auf jeden Fall Hellraiser. Wer den Film kennt, weiß, um was es geht, Habibis. Wir haben Wäscheklammern da. 100 Stück, Bruder. 100 Wäscheklammern, Habibis, Edelstahl. Und wir schauen, wer ballert die sich heute? Wer ballert sich heute 100 Wäscheklammern? Und vor allem, das Krasse ist, für wie viel Geld, Bruder? Für wie viel Geld? Wir haben hier auf jeden Fall... Was ist für ein Schloss eigentlich? Ich weiß nicht mal. Aber man sagt, hier wurde damals, gab es hier miese Fetzereien auf diesem Platz. Massenkarambolage nach Bayern spielen, Digga. Bayern, Dortmund hat hier gebrannt, Bruder. Frisches Gemüse am Start. Gut geschnitten, Bruder. Zack, für die Vitaminzufuhr. Bisschen Beta-Carotin, bisschen Vitamin B, alles dabei. Und dann habt ihr auch noch hier die perfekten Schäler dafür. Da könnt ihr auf jeden Fall euer Gemüse schön schnippeln. Zack, hier schau, haust du's rein, Bruder. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wie? Zack, zack. Zack, zack. Zack, back. Ha! Gotti! Gotti! Habibis, ich küsse eure Herzen, Habibis. Die Bratans in München sind loco unterwegs. Wir machen hier ein bisschen kulturelle Bildung für euch, Leute, damit ihr auch ein bisschen was von München mitnimmt, weil wir sind ja nicht umsonst angereist. Was ist bekannt für München? Bier, Weißwürste, Habibi. So, und dann Oktoberfest. Das war's auch schon. Scheiße, wir werden hier noch abgestochen, Digga. Lewandowski, der Bre, hat einfach gesagt, München ist mir nicht mehr gut genug. Ich verlasse diese Stadt. Ich wandere aus nach Katalonien. Ich wandere aus nach Katalan und werde nicht mehr mit diesem München abhängen.
Deswegen schauen wir, was die Leute hier davon halten. Ich bin mir sicher, wir kriegen ein oder zwei Ansagen zustande. Safe. Oder? Robert Lewandowski wird auseinandergenommen, oder, Bro? Du siehst, wir mobilisieren München gegen dich, Habibi. Du hast keine Chance, Digga. Ich hab die Bratans am Start, Bro. Robert Lewandowski. Was hat Robert Lewandowski gemacht, Bro? War das korrekt? Oder hättest du gesagt, ey, das wäre auch anders? Das Ding ist, der FC Bayern kann auch ohne Lewandowski. Ja, Mann. Mia sind San Mia, Alter. Ja, genau. Mia San Mia. Robert, du kriegst von den Bratan einen Kopf, lustig. So. Was würdest du mit Robert machen, wenn du ihn siehst, Bro? Würde ein Foto mit ihm. Ey, yo, what the fuck? Was würdest du mit Robert machen, Bro? Bravida. Ich würde auch Foto machen. Respect that. There are cars there, motherfucker! Get out of the way! They're stopped for you, dude. Ich auch, Mann. Ich küsse eure Herzen, Habibis. Bleibt gesund, Mann. Aleikum Salam, Jungs. Wie ihr seht, Mann, Robert, du hast ja auch ein paar korrekte Leute am Start, die noch dich ein bisschen in Schutz nehmen. Aber wenn es drauf ankommt, glaub mir, diese Stadt nimmt dich hoch, Digga. Wieso hast du nicht überlegt, jetzt hast du Zeugenschutzprogramm in Barcelona. Kannst nicht mehr rausgehen, weil Hells Angels geben dir jetzt keinen Rücken mehr. Weißt, das ist einfach nicht mehr so einfach. In Barcelona läuft es nicht wie in München, Bruder. Das ist München, Bruder. Bro, komm, sag mal was an YouTube Deutschland, Habibi, komm schon. Komm, sag nur was an Robert Lewandowski, Bro. Robert Lewandowski, ich f*** dich. Digga. Auf jeden Fall, Robert, du siehst, der gibt dir ein Tack und du fliegst, Bro. Ich glaube, da wird noch eine richtig krasse Ansage kommen. Warte, ich habe das Gefühl, irgendjemand hat einen Tippschein wegen Robert Lewandowski safe verloren. Der wird den heute eine Ansage drücken, Digga. Sag mal was an Robert Lewandowski, Bro, aber eine Ansage, Bro. Lever Mané ist jetzt viel, viel besser als du. Ja, Mann, wer bist du, Digga? Mané hat dich auseinandergenommen, oder? Was soll ich sagen? Ja, safe. Mané ist besser als Lewandowski, definitiv. Ja. Also sehr, sehr ehrenlos von Levi. Ja, Mann, richtig ehrenlos. Du hast die Leute enttäuscht, Robert. Du hast einfach 31er-Move gemacht, aber wir sehen uns bald. Wir sehen uns in Champions League, Digga. Komm, wie ein Mann. Zeig, was du drauf hast. Wir zerfetzen dich, Bro. Oder, Jungs? Gib mal einen Check da drauf, Mann. Du siehst, ich hab die Shababs am Start, Mann. Robert, pass lieber auf, mit wem du dich anlegst, Bro. Ja. Zu wild, was hier passiert. Wenn ich an deiner Stelle wäre, Bratan, ich würde einfach mein Instagram deaktivieren. Tu dein Facebook deaktivieren, Bro. Beende deine Karriere, Bruder. Benzema hat eh Ballon d'Or jetzt geholt. Keiner redet mehr über dich, Bro. Was? Ja, komm, Bro, sag komm. Was an Deutschland, Bruder. An Deutschland? Wie heißt du, Bro? Hamoudi. Hamoudi, Habibi. Bist du aus München, Bro? Ja, Bro, klar. Wir München 089. München 089, gefährliche Hut, Gegend, die Hut, wo die Messerstechereien passieren. Hier ist alles auf süß, Bro. Hier ist alles auf süß. Gibt's nicht. Wir sind süß, Bro. Ja, aber hier ist alles halal. Wir reden nicht. Hier ist alles halal, hier wird gemacht, oder? Wir reden nicht, ganz einfach. Bruder, sag mal was an Robert Lewandowski, Bro. Du kleiner warum hast du FC Bayern verlassen? Ganz einfach, Digga. Du kleiner Sohn, wo gehst du hin, Digga? Bleib doch einfach hier, du Was machst du bei Barca, Digga? Was hast du dort verloren? Ganz einfach. Ja. Du hast mich so abgefuckt, weil, Bruder, ich hab dich aber was weit. Würdest du mit Robert machen, wenn du ihn siehst, Bro? Ein fetten linker Haken, Bro. Zeig mal in Kamera, zeig mal den Leuten, wie du ihn linken. Den linken Haken? Ich hab mich verletzt letztens Rosenheim bei meinem Kampf. Aber ich kann dir trotzdem zeigen, Bruder, wie es geht. Linke Haken von Hamoudi Dembré auf Robert seinen Kopf, Digga. Der Bastard, er soll nicht verlieren. Geh weiter. Wer verliert? Bayern gewinnt, oder? Wie? Nein, ey, Bro, ey, Habibi, ey! Fetzerei hier, Jungs! Auf jeden Fall, Hamoudi Dembré hat eine Ansage gedroppt gegen Robert. Ja, Mann. Er soll wieder zurückkommen, ganz einfach, oder bekommt er Scherben von uns. Nein, Bro, der hat jetzt... Gib ihm ein Bayern-Verbot, Bro. Ja, ja, okay, er hat München-Verbot. Bayern nicht, nur München-Verbot. Dembré hat die ich München... Ich bin auf Süß, Bro. Er soll nur München-Verbot okay, haben. Okay, München, aber bis wohin? Bis wohin? Ja, Digga, bis Allianz Arena, so weißt du. Bis Allianz Arena ja, und dann so. Darf er schon dort zu sein. Ja, ja, ja. Du machst einfach keinen Auftritt in NRW. Düsseldorf nicht, Köln nicht, Ruhrgebiet nicht, Dortmund nicht, Düsseldorf nicht, habe ich schon gesagt, Essen nicht, Bochum nicht, noch nicht mal im Bad Honnef machst du einen Auftritt. Darf er dort also, Nergila rauchen oder keine? Nee, Bruder, nein, Mann, er darf nichts, der Bastard. Er hat uns verlassen, Mann, für nichts, für also, Geld, du bist so ein Bastard. Richtig Robert, für dich keine Nergila, Habibi, du darfst nicht. Sogar nicht mal kippen, gar nichts.
Verbot, Bro. Komplett. Like, ihr geht und macht mir Hip-Hop, diese Filme. Jeder von euch wäre gerne schwarz. Ihr lasst euch in Amerika filmen, wie in irgendwelchen Autos sitzt mit Schmuck. Warum geht ihr nicht in irgendein Bierzelt und trinkt irgendwelche Weißbiere und trinkt irgendwelche Würstchen, esst irgendwelche Würstchen, ihr Abflug, schieb dich wieder ab, Digga. Einfach mal. Hamudi, Bruder, pass auf dich auf, Bro, Mann. Stabile Jungs, Mann. Dir auch, Mann, Habibi. Wir sehen uns auf jeden Fall. Robert, was hast du dir gedacht, du Hund? Talahun, ja, Kelp. Du hast die falschen Leute abgefuckt, Digga. Der Bri hat die Scheine heute im Stripclub auseinandergeballert. Der so, zack, hier, 10er da, 5er dort, 2, bam. Ah, warte, diese 10er brauche ich wieder zurück, hat er gesagt, weil ich muss noch Kippen kaufen, Bro. Wir laufen auf jeden Fall weiter, Digga. München ist crazy, Habibi. Ich liebe dich alle, meine Afghane. An die afghanischen Shababs. Nur Liebe, Bruder. Sag was an Robert Lewandowski. Liebe, Bruder. Grüße alle, meine Afghanen. An die afghanischen Bres, Bruder. Tamam, Bruder. Ein Doppeltangarin Ella. Tamam, und sag noch was an Robert das Lewandowski. War's, das war's. Das war's. Okay. Das war's. Alles Afghaner, Bruder. Afghaner sind Habibis. Was würdest du mit Robert Lewandowski machen, wenn du ihn siehst? Hauen. Ciao, Bro. Pass auf dich auf, Bratan. Auf jeden Fall. Hier. Mitten. Was ist Karlsplatz oder was? Ist das diese Stachus, wo die sagen? Ist es das? Sind wir jetzt hier? Bruder, wir sind einfach hier. Stachus, Bruder. Der Bre hat gesagt, es gehört den afghanischen Bratans, diese Stachus. Die haben uns gelassen. Ich küsse eure Herzen, Bruder, dass ihr uns hier lässt. Dass wir filmen dürfen und so. Afghanen, Kurdis, alle zusammen, eine Familie. Hier auf jeden Fall bei diesem Wasser, Bruder. Da hat Robert Lewandowski immer geduscht. Das war sein Duschplatz. Da hat er sich nach Training immer, als er vom Bayern-Gelände gekommen ist, Dusche zu Hause war, ging nicht. Der so, okay, ich gehe Stachus. Ich mache auf jeden Fall meine Dusche. Hat sich Head and Shoulders von Werbung, wo er auch gemacht hat, hat er sich mitgenommen und hier geballert, Bro. Ich weiß, Quelle, vertrau mir, Bruder. Kapitan na swoich barkach nosi nie tylko wielkie nazwisko. Czasami noszą worek piłek po treningu. Na barkach kapitana spoczywa wiele. Tylko nie upierz. Wollt ihr was an YouTube sagen, Jungs? Komm, Bro, was geht? Was geht heute in der Stadt? Was geht in München ab, Mann? Wir suchen gerade nach irgendeinem Geschäft, wo wir Getränke bekommen. Was wollt ihr trinken? Bier oder was? Wodka? Nein. Keine Ahnung. Bisschen Jack Daniels. Nein, was nein, wollt ihr nein. trinken, Mann? Keine Ahnung. Babybrei. Scheiße, Digga. Oh shit, ist so gefährlich, oder was? Ja, Mann. Sag noch was an Robert Lewandowski, Bro. Sozesch, Robert Lewandowski. Ich komme aus Polen, der kommt auch aus Polen. Ja. Robert Lewandowski, Habibi, ist jetzt in Barcelona. In einem Coffeeshop gibt sie ein, zwei Saros. Tschüss, sein Leben, Digga. Und hat auf jeden Fall gesagt, Münchner Leben, das reicht erstmal, oder? Ja, Mann. Jungs, passt auf euch auf, Mann. Ich hätte euch Geld verdienen lassen, wenn ihr wollt, aber das ist halt harte Challenge, Jungs. Ja, Mann. Wollt ihr Geld verdienen oder was? Gerne. Echt? Ja. Seid ihr motiviert? Ja. Ein bisschen schon, ja. Oh shit, die Bratan sind motiviert. Schaut, Leute, ich sag euch so. 7. Folge heute. Hellraiser heißt die Folge. Okay. Wir haben heute Wäscheklammern am Start, Digga. Klammern? Wäscheklammern. Und du kannst hier Geld verdienen, aber du musst 100 Wäscheklammern heute am Körper befestigen. Kann man machen. Ja, kann ich machen. Echt? Würdet ihr euch das zutrauen? Natürlich. Mach du. Ja. Der Bratan würde sich das zutrauen, Bro. Sollen wir nur mein Klamotten. Okay, aber du musst halt dein Oberteil ausziehen und so, ne? Ja, scheiße, dann mach mal nicht, Digga. Wieso, Bro? Aber schau, so, du bist doch durchtrainiert. Aber du bist doch bestimmt durchtrainiert, Mann. Nee. Schau, Bro, okay. Es geht um Geld, Bro. Nicht vergessen, du kannst Geld verdienen, Bro. Scheiße, wie viel? Das kommt jetzt drauf an, Bro. Aber das ist ja nicht so schlimm, auch wenn du dein T-Shirt ausziehst, ist ja nicht so schlimm eigentlich. Was daran? Du tust ein bisschen Wäscheklammern. Natürlich, es tut weh, man muss es aushalten. Aber ich denke, du machst es, Bro. Und vor allem, ich sag dir so, wenn du das durchziehst, dann qualifizierst du dich fürs Finale, Digga. Ach, da kann man richtig viel Geld machen, Bro. Du kannst einfach Geldbeutel auffüllen heute. Digga, Münchner Hype mitnehmen, Bruder. Du machst einfach den Hype, du zerfetzt YouTube, Bro. Wir haben auf TikTok, glaube ich, 2-3 Millionen Views gemacht, Bro. Scheiße, Digga. Du bist Sigma-Mail, du musst durchziehen. Nee, Bruder. Lieber nicht. Lieber nicht? Okay, ich biete dir jetzt Geld. Ich biete dir jetzt einfach. Ich fange an, Bro. Du sagst ja oder nein. Okay. 30 Euro. Nee. Sicher? Sicher.
30 Euro, bist du Nein, Mann. Nein, Mann. Okay, warte, warte, Bro. Warte, Digga. Ich biete dir 40 Euro, Bro. Nee, Bruder, weißt du, ich hab kein Interesse, Mann. Echt? Nee. Okay, nicht mal für 60 Euro, Bro. Scheiße. Schick mal mit durch. Bruder, ich will das jetzt machen. Chase the money, Mann. 60 Euro, Bro. Ja, scheiße. Machst du das? Ja, komm. Shit, Bro, wer zieht das durch, Abifis? Gib mal einen Check da drauf, Mann. Gib mal einen Check da drauf, Mann. Komm mal her, Bro. Der Bratan Azor, Bruder. Woher kommst du eigentlich? Bosnien. Bosnien. Ja. Malo Whisky, Malo Coca-Cola für die bosnischen Bras. Der Bro will heute die Wäscheklammern 100 Stück Hellraiser 100. Siebte Folge Scheiße. Will er zerfetzen, Bruder, für ein 60er, Habibi. Okay, 60 Euro ist das ist gutes Geld, oder? Ja, Mann. Aber ich sag so, es wird wehtun. Scheiße. Aber ich sagte, du hältst es aus, Bro. Ich hab das Gefühl, dass du das durchziehst, Bro, und du zerfetzt heute alles. Ja, komm. Ich zeig dir jetzt erstmal, okay? Gib mal in die Tasche, Bro. Scheiße, Leute. Importiert, Bruder. Die sind importiert von Stahlwerk, Digga. Azor sagt schon Scheiße. Bro. Wir tun das drauf platzieren, Bro. Und danach, wenn die alle drauf sind, musst du nur eine Minute aushalten. Eine Minute, Digga. Aber dann kriegst du 60 Euro, Bro. Bruder, 60 Euro sind viel, aber danach eine Minute auszuhalten ist schon... Ja, aber ich sag so, schau mal, 60er, du kaufst für den Bratan Getränk, für dich Getränk. Stimmt, danach Digga. Holst du noch ein Nergila, 10 Euro im Book of Ra, Automaten, Bro. Danach noch ein Döner-Teller mit Tzatziki. Okay, ich bin schon drin, Bruder. Du bist dabei, gell? Ja, der Döner-Teller sagt. Azor ist richtiger Macher, Leute. Schenkt dem Bre mal Liebe. Schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr das gemacht, Mann. Der Bre sagt für 60er. Okay, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen vor und dann fangen wir an, oder? Ja. Komm, Bro, wir fangen jetzt dann gleich an. So, Leute, Azor der Bre hat gesagt, diese Wäscheklammern. Er zieht das heute durch, Habibis. Er sagt einfach, ey, 60 Euro, lass dich doch nicht einfach liegen, Bro. Spielregeln. Mhm. Wenn du abbrichst, hast du verloren? Ja. Eigentlich gibt es sonst keine andere Regel, oder? Du musst diese Wäscheklammern alle nehmen. Wir platzieren die auch hier, Gesicht und so. Mhm. Nippel lassen wir weg. Ja. Nippel lassen. Der sagt schon. Bruder, hättest du das gemacht? Ich hätte das durchgezogen, Bro. Auch dass du siehst, wir labern nicht, Digga. Wir labern nicht, du kriegst danach direktes Geld. Direkt. Direkt. Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, Digga. Der Bre, wie war dein Name nochmal? Philipp, der Bre hilft uns jetzt auf jeden Fall, Azor zu präparieren. Hellraiser, Digga. Hellraiser, Bruder. Siebte Folge. Ich weiß, du wirst mit eurem Bre Zero. Lass dein Like da. Lass dein Abo da, Habibis. Schenk dem Bratte einfach nur Liebe, dass er heute durchzieht, Bruder. Okay, Bro. Ich glaube, es ist soweit. Okay, wenn es irgendwann mal nicht mehr geht, sagst du Stopp. Okay. Okay, Bruder? Okay. Gib einen Check, Bro. So, wir fangen jetzt an. Du ziehst dich jetzt aus, Bro. Digga, es geht los. So ein Siebte Folge Hellraiser mit Azor Dembré. Let's go. Okay, Bruder, fang an. Tust dran, Clipsen, Bro. Ah. Tust dran, Clipsen, Bro. Nicht lachen, Bro. Wie ist der Schmerz? Geht es noch? Okay. Bro, ich feier dich dafür. Du bist einfach Macher, Bro. Warte. Augenbraue. Ach du Scheiße, Bro. Andere Augenbraue, Bro. Hellraiser. Nächste Folge, Digga. Aber du hältst so. Hellraiser, Bro! Hellraiser, Digga! Scheiße! Er sagt Augenbrauen tun am meisten, gell? Dann tun wir doch gleich nochmal zwei auf Augenbrauen, oder? Bro, das ist unfair. Sorry, Bro. Warte, ich hab schon fast gar keinen Platz mehr, Digga. Ich hab 100 Stück. Tut's am meisten, die Bro. Wollt ihr auch 1, 2, 3? Leute, Mann, wer diesen Channel nicht abonniert, Digga, hat einfach keinen Plan vom Leben, oder Azor, Bro? Ja, Mann. Lass uns beeilen, Bro. Er darf auch nicht zu lange abgeklipst bleiben.
Moment, fährt. Mein Gesicht tut höllisch weh, Digga. Echt? Ja. Scheiße, was? Wo? Nicht mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel, oder? Das ist YouTube-Channel, Habibi. Willst du auch eins machen? Er kriegt's. Komm, tu einen dran, Bro. Okay, okay, okay. Okay, eine noch. So Leute, letzte für Azor Dembré. Danach eine Minute aushalten. Und der Habibi hat auf jeden Fall dann Hellraiser heute zerstört, Bruder. So, und jetzt eine Minute. Wie viel? Wie viel? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Habibi, er hat's geschafft, Mann. Komm, wir machen jetzt schnell ab. Wir machen die Scheiße ab, komm. Komm, schnell weg damit. Warte, Gesicht machen wir weg. Oh, oh, da werden Namen, Digga. Oh, sieht das mies aus. Will? Oh, du hast einfach durchgezogen, Bro. Oh, gib mir eine Sekunde, ich muss das. Oh, ja, warte, tu die doch mal. Der soll. Oh, dein Gesicht. Das tut so höllisch weh. Halt's mal. Bruder, meine Zahnoperation war viel besser als die Scheiße. Scheiße, Mann. Der Bre ist heute zu Hellraiser geworden, Bro. Ey, ich hab großen Respekt vor dir, Mann. Ich hab... Zeig dein Gesicht. Hier. Oh, shit. Oh, Digga. Du hast geschafft, Bro. Du hast geschafft, Bro. Also, Bro. Du hast es durchgezogen, Bro. Digga, was hat der gemacht, Bro? Scheiße, Mann. Respekt, Bro. Respekt. Leute, Leute, wenn Azor nicht ein Macher ist, dann weiß ich auch nicht, Digga. Der Junge ist ein Macher. Scheiße, Digga. Er hat heute 100 Wäscheklammern, hat er sich heute gegeben. Erzähl mal, YouTube Deutschland, wie hat sich das angefühlt, Bro? War schlimmer, meine Zahnoperation war viel besser als die Scheiße. Ehrlich? Ja. War das so schlimm? Ja. Wo hat es am meisten wehgetan? Gesicht. Ja? Gesicht. Arme konnte ich aushalten, aber Gesicht ging's gar nicht. Du hast auf jeden Fall dir heute dein Geld gesichert. Wir werden jetzt auf jeden Fall Azor Dembré sein Para geben, Digga. Gib ihm die 100, gib ihm die 100. Der wird gleich gehen. Bro, wir haben 60 Euro ausgemacht, Bro. Wir haben 60 Euro ausgemacht, 60er gibt's. Aber du hast dir verdient und ich gönne es dir und jetzt schmeckt das Geld dann, oder? Ja, Mann. Was machst du heute mit dem Geld? Jetzt wahrscheinlich Döner essen. Ein Döner für 7 Euro? Ja. Der Bre. Diesen Luxus kann man sich jetzt kaufen, weißt du? Ich feier den Bratan. Er hat heute einfach Hellraiser auseinandergenommen, Bro. Er hat Hellraiser auseinandergenommen. So, wir geben dem Bratan jetzt sein wohlverdientes Geld, Alter. Film mal die Scheine, Bro. Habt ihr was zu verschenken? Ich, sozusagen, bisschen was zu verschenken. Hätten Sie die Challenge gemacht? 100 Wäscheklammern? Oh nein. Nein? Bro, willst du einen Fuffi oder willst du 3,20er? 3,20er, Bro. Lass dir das Geld schmecken, Bro. Genieß es. Die 60 Euro hast du dir verdient, ja. Bratan. Du hast die 7. Folge heute zerstört. Hellraiser, ich weiß, du wirst. Also gib noch mal einen Check da drauf, Bro. Genieß es, Mann. Habibis. Habibis. So, meine Bratans. 7. Cheeseburger Challenge. Heute in der Münchner Innenstadt, Bruder. Azor Dembré hat sich heute 60 Euro genommen einfach. Der so, diese 60er lasse ich nicht liegen. Wir haben noch ein 60er in der Cheeseburger Challenge zu vergeben, Habibis. Bis jetzt hat es keiner geschafft, euren Bre auseinanderzunehmen. Ich bin gespannt. Vielleicht heute. Ich habe auf jeden Fall Hunger, Bro. Aber es kann sein, dass wir einen guten Gegner erwischen und dann einfach keine Chance haben. Mein Puls jetzt schon wieder auf 180, Bro. Auf 180, Puls rast.
Weil heute gibt es einen 60er zu verlieren oder zu gewinnen, Bro. Ey, Mann, was machen wir hier nur mal? Ey, wegen euch, Digga, mein komplettes Bankkonto ist leer. Einfach kein Para mehr. Was? Willst du was an YouTube Deutschland sagen, Bro? Ihr könnt Geld verdienen, Mann. Wollt ihr Geld verdienen, Bro? Ja? Was, wie viel ist dein Outfit wert, Video? Nein, ich bin. Ah, nein, wir haben heute Cheeseburger Challenge, Bro. Oh, krank. Darf ich auch einen haben? Ja. Cheesy. Seid ihr von hier erstmal? Nein, Wiesbaden. Wiesbaden? Ja, Mann. Oh, FFM NO1 Wiesbaden. Ja. Babys, was Alter. Machst du für Videos? Cheeseburger Challenge, Habibi. Heute kann man einen 60er gewinnen, Bro. Oh, wie? 60er. Wie gewinnt die, man? Die Bratta sind motiviert, Digga. 60er jetzt. 60er kannst du gewinnen. Jemand muss gegen mich antreten, Cheeseburger ohne trinken. Wer zuerst unten hat, hat gewonnen. Und wenn du gewinnst, 60 Euro auf meinen Nacken. Ey, Wallah, Schaja, mach es, Bruder. Ja, okay. Bist du, der, ich glaube, der Bratta ist ein Wish, stabiler. Der ist ein Wish. Der ist gut, ne? Ja, der ist dich. Ja, Essen ist Kunst, weißt du? Oh, shit, Mann. Wie heißt du, Bro? Schajan. Ja. Auf jeden Fall, Schajan, Bra. Du trittst heute gegen mich an. Ich gönn dir den 60er, Bro. Ich glaube, der Bratan ist stabil, Bruder. Ich glaube, der aber ohne trinken, ne? Ohne trinken, Bro. Scheiße, Bro, mein Puls wieder auf Digga, Mann. Wie oft hast du heute schon gemacht? Nein, jede Folge immer nur einmal. Ach, du machst immer nur, du bist immer nur eine Person. Ja, genau. Du bist, boah, da du bist, fühlst mich geehrt. Du, ja, Bro. Du bist in der Folge Nummer 7 dabei, Hellraiser. Wir machen jede Folge immer eine Challenge. Grüßt euch, YouTube. Heute, letzte Folge, hat eine Frau Tierblut getrunken, Bro. Was boah, Rinderblut hat wie die einfach. Halbe Liter hat die geäxt. Was denkst du? Was hat die bekommen? Was denkst du? Ein Huni. Ja. Genau, ein Huni. Der ist. Ey, ich hab das Gefühl, der gewinnt heute mal. Ich weiß nicht, aber ich gönn's ihm. Auf jeden Fall, Bro. Natürlich. Na, super. Ja, gerne. Du darfst die aussuchen, Bro. Da sind 3 Cheesys drin. Sind alle gleich oder hast du Schieben gemacht? Ich hab alle hier geholt. Ein Cheesy ist für Kameramann, eines für dich, eines für mich. Oh, okay. So. Ja, wenn du willst, du gibst heute Flasche aus. Nein, gibst kein Alkohol. So. Okay. Was sagt der Puls? Bruder, Puls gerade noch normal. Ich muss nach dem Burger schon wieder Puls. Ey, ich glaube, der ist stabil, Bruder, Mann. Ich glaube, Bro, das war's heute für mich. Kannst packen, oder? Ja, erst auspacken. Ja. Pack den Cheesy aus, Bruder. Aber sag mir nicht, du bist Weltmeister in Schnellessen oder so. Wallah, nein. Du bist auch ein normaler Typ, oder wie? Ich bin ganz normaler Otto-Normalverbraucher, Bruder. Matt Stone ist mein Cousin, aber ihr wisst ja, nicht. Ja, deswegen, siehst du, du kriegst dich aus. Wallah, nein. Du lässt mich im Schau, Bus, Bro, ich sag so, ich hab das Gefühl, du bist einfach stabil. Und die Bratans sagen dann, wenn wir loslegen, okay? Okay. Sind die Kandidaten alle ready? Ja. Okay. 3, 2, 1, go! Ich schau, er ist die da. Mach runter, Bruder. Schluck, Walla, schluck. Ja, Bruder, Schein gewinnt, er gewinnt. Er ist fertig, ich sag dir. Oh, Schlag. Er hat. Mich auseinandergenommen, Bro. Alle. Das war die krasseste Leistung, die es auf diesem Channel gab, Digga. Darf ich noch zu Ende essen? Ja, Bruder, mach das. Gib ich erst noch einen in der Zeit. Bro, nimm mal eins, der Wette. Teilen wir uns eins oder hast du zwei? Bro. Ich wusste es, der Bree ist stabil, aber er hat sich den 60er verdient. Und ich glaube, das war sogar Rekord, Bro. Ehrlich? Ja. Krass, Bruder. Also ich glaube, so schätzungsmäßig, das waren vielleicht 25 Sekunden oder so. Ich glaube, du hast sogar vielleicht meinen Rekord gebrochen, Bro. Ehrlich? Respekt, Mann. Ja, Bruder. Respekt. Ich danke dir, Habibi. Wir geben dem Bratte jetzt auf jeden Fall sein Geld, sein wohlverdientes Geld kriegt er. 60 Euro. Ich war bis jetzt ungeschlagen, Bro. Ungeschlagen? Ich war ungeschlagen, Bro. Alles hat ein Ende, Bruder. Ich gönn's ihm, Bruder. Er kriegt auf jeden Fall 60er direkt hier vor Ort. Bro, du kriegst ein Puffi und ein Zehner auf meinen Nacken, Bro. Danke. Genieß das Geld. Korrekt ist korrekt. Hast du dir verdient? Hat er sich verdient, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Der Bre hat zerfetzt für Wiesbaden, Bruder. Für Wiesbaden hat der, er hat Wiesbaden auf die Karte gebracht, Bro. In München, Auswärtsspiel, Bruder. Er so, ich zerreiß hier den Bre.
Er sagt noch was an die Leute in YouTube. Wie war das? War das schwer? War ganz okay. Also ich danke dir, dass ich teilnehmen durfte. Hoffentlich sehen wir uns wieder, gell? Habibi, du bist jederzeit willkommen, Mann. Ich danke dir. Stabile Jungs, Mann. Gib noch einen Check, Bro. Sechste Cheeseburger-Challenge, er hat mich zerfetzt. Ich kann heute nicht schlafen, Bro. Heute weine ich. So, meine Bris, das war's mit der siebten Folge. Ich weiß, du wirst Hellraiser. Azor der Bre hat sich heute in 60er gesaved und Hellraiser einfach komplett zerfetzt. Cheyenne der Bratan hat den Cheeseburger auseinandergenommen, Digga, und mich fast mitgegessen, Bruder. Auch nochmal in 60er eingetütet und mich das erste Mal geschlagen, Mann. Respekt für den Bre. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Ich weiß, du wirst. Blunt, Moon Rock, Blueberry, GB, also gib ihm, gib ihm, gib ihm. Jeder weiß, Zero Designs, mein Fresser heißt Spray, weil ich Dinger hier verteile und ich bleib weiter auf der Spur. Einser Wechselkurs, egal ob bunte Pillen, Pappe oder Stein. Jeder weiß, Dicker, deine Lines sind ein Scheiß. Rhymes, höchstens süß, so wie Dime. Und ich bleib weiter schwer Verbrecher, seid klein auf, Herz für Messer. Kick